Man hat zum Rechner üblicherweise zwei grundlegende Operationen zur Verfügung, die Addition und die Multiplikation. Und das gilt natürlich zum Beispiel fürs Rechnen mit Zahlen oder verschiedenen Zahlenbereichen, also zum Beispiel mit den ganzen Zahlen oder den reellen Zahlen. Man könnte auch komplexe Zahlen nehmen oder noch größere Bereiche. Aber man kann natürlich nicht nur Zahlen addieren und multiplizieren, sondern beispielsweise auch Funktionen. Also zum Beispiel die Funktion x² multipliziert mit Cosinus x oder Sinus x ist wieder eine Funktion und die kann man eben auch nicht nur multiplizieren, sondern addieren. Also man hat wieder diese beiden Operationen zur Verfügung. Oder im Speziellen könnte man auch Polynome betrachten. Polynome können einerseits als Funktionen interpretiert werden, aber natürlich auch als abstrakte Objekte, wo man nur die Koeffizienten betrachtet und auch da ist die Addition und die Multiplikation sinnvoll definiert. Und man hat eben wieder diese beiden Operationen. Eine andere Möglichkeit sind Matrizen. Also beispielsweise 2x2 Matrizen oder 3x3 Matrizen kann man miteinander addieren und multiplizieren. Und in all diesen erwähnten Bereichen haben die Addition und die Multiplikation Gesetzmäßigkeiten, denen gemeinsam sind. Und um das klarer zu fassen, definiert man die Struktur eines Rings. Also man betrachtet eine Menge R, das soll eine nicht leere Menge sein. Man hat eben hier eine Addition und eine Multiplikation zur Verfügung. Man sagt jetzt, diese Struktur mit diesen beiden Operationen ist ein Ring, wenn die folgenden Eigenschaften erfüllt sind. Also erstens, dass die Operation plus eine kommutative Gruppe bildet. Also es gilt das Kommutativgesetz, also a plus b ist b plus a und die üblichen Gesetze einer Gruppe, das Assoziativgesetz. Es gibt ein neutrales Element, das man hier immer mit 0 bezeichnet und zu jedem Element gibt es ein inverses Element, in dem Fall ein sogenanntes negatives Element, also zu jedem Element a gibt das Element minus a. Das ist das Erste. Das Zweite, was man fordert, ist, dass die Multiplikation das Assoziativgesetz hat, also dass hier a mal b mal c verschieden geklammert werden kann und es kommt dasselbe heraus. Also dass das Assoziativgesetz gilt für die Multiplikation. Und drittens gibt es noch ein Gesetz, das diese beiden Operationen miteinander verknüpft. Das sind die sogenannten Disputivgesetze, also dass man ausmultiplizieren kann, also dass a mal b plus c eben a mal b plus a mal c ist. Aber die Multiplikation muss eben nicht kommutativ sein, also es muss nicht a mal b gleich b mal a gelten. Also beispielsweise bei Matrizen ist das nicht der Fall, also muss man noch ein zweites Gesetz fordern, ein zweites Distributivgesetz, also dass b plus c mal a eben b mal a plus c mal a ist. Das ist ein Ring oder algebraischer Ring. Und da gibt es viele Beispiele. Wir haben schon einige erwähnt, nämlich die ganzen Zahlen mit Addition und Multiplikation oder die reellen Zahlen. Man kann aber auch andere Zahlbereiche nehmen, zum Beispiel die gaußschen ganzen Zahlen, also das ist die Menge Zi, das sind die gaußschen ganzen Zahlen. Die sind so definiert, dass man einfach jene Zahlen nimmt, komplexe Zahlen, wo a und b ganzzahlig sind, also die Real- und Imaginärteil ganzzahlig sind. Diese Zahlen kann man natürlich addieren und erhält wieder Zahl dieser Art und multiplizieren. Und alle Rechenregeln gelten selbstverständlich. Eine andere Möglichkeit sind die Restklassen Zm. Also die Restklassen modulo m. M ist eine positive natürliche Zahl und betrachtet jetzt alle Zahlen, wo der Rest a bleibt. Also das sind die Zahlen, die kann man schreiben in der Form a plus mz. Also wenn man durch m dividiert, wo a entweder 0, 1 und so weiter bis m minus 1 ist, also so kann man diese Restklassen vollständig beschreiben. Und auch hier gelten alle diese Rechenregeln. Schon erwähnt habe ich die Funktionen, also wenn man hier die Menge
R hoch m betrachtet, also das mit Addition und Multiplikation, also R hoch m ist nichts anderes als die Menge aller Funktionen von m nach r, wo m eine Menge ist und nicht leere Menge. Und natürlich kann man hier punktweise addieren und multiplizieren und alle Rechenregeln, die man hier fordert, sind erfüllt. Erwähnt habe ich auch die Polynome, also beispielsweise reelle Polynome. Das ist ein sogenannter Polynomring oder der reelle Polynomring. Hier sind auch diese Rechenregeln erfüllt. Ein wichtiges Beispiel sind die Matrizen, denn hier gilt das Kommutativgesetz der Multiplikation nicht uneingeschränkt. Also betrachten wir die beispielsweise die 2x2-Matrizen, also die 2x2-Matrizen. Ja, also das, wenn man eine Matrix A hat, von A, B, C, D, die kann man natürlich addieren und multiplizieren. Also ich kann hier immer diese Rechenregeln uneingeschränkt ausführen, aber es gilt im Allgemeinen nicht, dass A mal B gleich B mal A ist, also das gilt im Allgemeinen nicht, also es ist nicht kommutativ, also das ist nicht kommutativ, also bezüglich der Multiplikation. Es gilt aber das Assoziativgesetz, das gilt ganz allgemein für Matrizen und daher auch für 2 mal 2 mal Matrizen. Und noch etwas sollte man bei Matrizen erwähnen. Es gibt eine Eigenschaft, die man eigentlich nicht erwarten würde, wenn ich die Matrizen dieser Form miteinander multipliziere, also wo einfach nur ein Eintrag, zum Beispiel in der rechten oberen Ecke, das ging natürlich auch mit der linken Ecke, hier miteinander multipliziert, und also wo nur ein Eintrag ungleich 0 ist und alle anderen 0, dann kommt 0 heraus. Also hier ist noch eine weitere Eigenschaft, die man im Allgemeinen nicht erwarten würde. Also dass zwei Elemente, die nicht 0 sind, insgesamt das 0-Element ergeben. Es gibt also viele, viele Beispiele von algebraischen Ringen und es fällt auf, dass man einfach manches nicht fordert. Also ein Beispiel, was man nicht fordert, ist die Kommutativität, die ja nicht unbedingt erfüllt sein muss. Oder etwas, was man nicht fordert, ist, dass hier zwei Elemente, die nicht 0 sind, als Produkt ein Element haben, das wieder nicht 0 ist. Aber ganz wichtig ist das Assoziativgesetz, das fordert man für alle Ringe. Es gibt aber eine Eigenschaft, die ich noch erwähnen möchte. Das ist das 1-Element. Das wird im Allgemeinen auch nicht gefordert. Das wäre ein Element, das folgende Eigenschaft hat, dass eben, wenn man es mit einem beliebigen Element multipliziert, dasselbe herauskommt. Das nennt man 1-Element. Und hier bei diesen Beispielen, die ich hier angegeben habe, gibt es immer ein 1-Element. Also hier ist es Zahl 1 und hier auch. Hier ist es die Restklasse 1. Hier ist es die Funktion, die konstant 1 ist. Hier ist es das konstante Polynom 1, also das kein x hat sozusagen. Und bei den Matrizen gibt es nur die Einheitsmatrix, also die diese Funktion hat. Ja, aber es gibt auch Ringe, wo es kein 1-Element gibt. Nicht? Betrachtet man zum Beispiel die geraden Zahlen, also alle Zahlen, die von der Form 2 mal a sind, a eine ganze Zahl, also alle Vielfachen von 2, die geraden Zahlen, die kann man natürlich addieren und multiplizieren und erhält wieder gerade Zahlen, die bilden einen Ring, aber da gibt es eben kein 1-Element. Eine andere Bemerkung, die ich noch machen möchte, ist, dass über das Null-Element, eine andere Bemerkung, also eine zweite Bemerkung, wenn man eine Zahl in einem Ring mit sich selbst addiert und es kommt wieder diese Zahl heraus, dann ist es gleichbedeutend, dass diese Zahl 0 ist. Das ist recht einfach einzusehen, also diese Richtung ist offensichtlich. Wenn man die Zahl 0 betrachtet und sie addiert, also 0 plus 0, dann kommt 0 raus, weil 0 das neutrale Element ist bezüglich der Addition. Die andere Richtung ist die eigentlich interessante Richtung. Wenn man also a plus a gleich a hat, dann kann man einfach minus a ergänzen auf beiden Seiten. Also man nimmt das additiv inverse Element, minus a, addiert das
Und dann erhält man hier auf der linken Seite eben nur das Element a und auf der rechten Seite 0 und damit ist man fertig. Das kann man benutzen, um folgende Eigenschaft, bei allgemeine Eigenschaft bei Ringen nachzuweisen. Also wenn man einen Ring hat und a ist im Ring, dann gilt immer 0 mal a ist gleich a mal 0 ist gleich 0. Das ist also eine Eigenschaft, die man nicht fordern muss. Es kommt hier in der Liste der Eigenschaften nicht vor, aber sie gilt in Ringen ganz allgemein. Und möchte das als Abschluss hier auch kurz beweisen. Betrachten wir das Element C, also betrachten jetzt nur den ersten Fall 0 mal a. Man könnte auch den anderen genauso betrachten. Und addieren wir dieses Element mit sich selbst. Das ist eben 0 mal a plus 0 mal a. Und jetzt kann man mit Hilfe des Distributivgesetzes den Nuller sozusagen herausheben und erhält eben 0 plus 0 mal a. Und 0 plus 0 ist wie gesagt 0. Also man erhält, dass c plus c gleich c ist und aus der Bemerkung von vorhin folgt daraus, dass c 0 sein muss. Und die zweite Eigenschaft kann man genauso nachweisen.